Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute an der Fachschule Hartberg St. Martin in Hartberg und mein Name ist Karin Kohl und das ist meine Kollegin Monika. Wir wollen heute das Blanchieren vorstellen. Wie einfach das geht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die steirischen Gemüsebauern sorgen für eine große Vielfalt an köstlichem Gemüse, frisch aus der Region. Und diese Vielfalt können sie ganz einfach für später konservieren. Zunächst wird das gewaschene und kleingeschnittene Gemüse blanchiert. Dazu Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, sowie kaltes Wasser und Eiswürfel bereitstellen. Denn wenn das Gemüse nach dem Blanchieren gleich kalt abgeschreckt wird, dann behält es die intensive Farbe. Wir nehmen zuerst die Karotten. Ich gebe sie in das kochende Wasser. Und Monika, wir lassen sie jetzt 2 bis 3 Minuten aufkochen. Wichtig ist, dass das Gemüse bissfest ist. Weil der Brokkoli, der ist schnell weich, da muss man aufpassen, während Karotten natürlich länger brauchen. Gut, wir können es jetzt herausgeben. So, nachdem das Gemüse jetzt mit Eiswürfel wirklich ganz, ganz schnell heruntergekühlt worden ist, werden wir es herausnehmen und lassen es im Sieb abtropfen. Und währenddessen kann ich schon das nächste Gemüse blanchieren. Also das ist ja wirklich ganz, ganz einfach, oder? Genau, ja. Ja, braucht man keine Vorkenntnisse haben. Beim Brokkoli sieht man es jetzt ganz, ganz schön, wie der die grüne Farbe behält. Das ist unglaublich. Was ich total gern mache, Monika, und ich finde, das hat sehr viele Vorteile und ist auch sehr praktisch, das ist einfach das Vakuumieren. Na, schau, das schaut ja auch farblich super aus. Und jetzt noch das Grün vom blanchierten Brokkoli. Perfekt. So, jetzt starten wir, oder? Ja. Also man sieht jetzt schon, wie das Gerät den Sauerstoff heraussaugt. Das war's jetzt eigentlich. Und so schaut das jetzt aus. Die fertigen Packungen in die Gefriertruhe geben und der Genuss für später ist garantiert. Jetzt gibt's regional, saisonal, gibt's ganz viel Gemüse und ich habe neulich gesehen am Bauernmarkt, das ist ein Wahnsinn. Ich kann da gar nicht vorbeigehen, ohne dass ich irgendwas kaufe. Also einfach jetzt eine tolle Möglichkeit, das einzufrieren. Das wird eine Gemüsesuppe, Monika, oder? Lohnst du mich im Winter dazu ein? Sehr gerne, Karin.